Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 31. August 2022 und wir springen heute wieder zurück an die Front zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne Like da lassen und den Kanal abonnieren. Ansonsten starten wir direkt rein. Wie gewohnt im Süden an der Front zwischen Mykolaiv und Cherson ist sehr, sehr viel geschehen in den letzten 3 Tagen. Demnach springen wir direkt mit der ersten Information rein, und zwar, dass beide Brücken über den Dnepr insofern beschädigt wurden von den Ukrainern, dass die Russen keine Militärtechnik darüber mehr verlagern können. Das heißt, auf der einen Seite die Brücke bei Cherson, die Antonov-Brücke, hier ist die erste Brücke, die beschädigt ist, und die zweite Brücke, die beschädigt ist, die Brücke bei Novokachowka. Das ist hier diese Brücke über den Dnepr. Also damit die Russen mehr oder weniger nicht mehr in der Lage, viel Ausrüstung, also an militärische Technik über den Dnepr zu verlagern. Klar, man kann Pontonbrücken verwenden und das machen die Russen auch, aber auch, also zunächst mal, wer sich der ganzen Sache bewusst ist, Pontonbrücken sind bei weitem nicht so effektiv wie eine normale Brücke, eine feste Brücke, gerade bei einem Fluss der Breite, wie wir das beim Dnepr haben. Und genau, auf der anderen Seite sind die Ukrainer aber auch aktiv daran oder damit beschäftigt, diese Pontonbrücken anzugreifen, und vor kurzem erst wieder die Nachricht bekommen, dass hier in Cherson eine Pontonbrücke zerstört wurde, die Russen errichtet hatten. Demnach, wie gesagt, sehr, sehr viele Schwierigkeiten für die Russen, gerade was hier die Logistik betrifft. Aber jetzt kommen wir mal zu den Geschehnissen an der Front, und wir starten jetzt mal vom Süden. Alexandrowka nach wie vor in russischer Hand. Wir sehen Kämpfe nördlich davon, und es gab auch den Versuch, Alexandrowka zu stürmen seitens der ukrainischen Streitkräfte. Einmal hier am Strand entlang und einmal hier vom Norden hier in die Stadt reinkommend. Die Russen haben es geschafft, diesen Stützpunkt zu verteidigen, und das war eher ein Aufklärungsangriff seitens der Ukraine, also hier nichts Wesentliches. Was wir sehen, ist weiterhin in der Nähe von Cherson, dass die Ukrainer sehr aktiv sind, und darunter oder dazu gehört dann auch hier natürlich der Stützpunkt Kisilovka, der sehr, sehr wichtig ist. Der Grund dafür ist ganz einfach: das hier ist im Prinzip die letzte Stadt vor Cherson. Und wenn die Ukrainer es schaffen sollten, Kisilovka einzunehmen, dann hätte man im Prinzip auf dem Weg Richtung Cherson, sehen wir hier eigentlich nur noch Felder, bis man hier dann am Flughafen bzw. an den Stadtgrenzen von Cherson steht. Wenn die Ukrainer die Stadt erobern, haben sie Kontrolle über die Straße in diese Stadt vorerst und sind damit in der Lage, natürlich auch medial einen starken Sieg zu veröffentlichen, was die ukrainische Bevölkerung auf jeden Fall freuen würde und die Moral anheben würde. Demnach sehen wir Kämpfe hier in der Nähe von Kisilovka bei Blachodatne, aber noch keine Erfolge seitens der Ukraine, hier diesen Stützpunkt einzunehmen. Dann sehen wir weiterhin Angriffe der Ukrainer bei Ternovipordi, das ist hier etwas nördlicher von Kisilovka. Auch hier kleine Fortschritte, kleine Erfolge, aber momentan nichts Wesentliches, was Erfolge betrifft, Richtung Schmidowe, ja, also diesen Stützpunkt hier. Das ist im Prinzip das, was ich im Süden sehe. Die Russen sind momentan sehr, sehr aktiv damit beschäftigt, die Ukrainer wegzudrängen oder zurückzuhalten, und machen das Ganze vor allem mit der Artillerie und auch mit Hilfe der Luftwaffe. Wir sehen Kämpfe um den Stützpunkt Blachodatne, die momentan sehr, sehr intensiv sind auch. Hier konnten die Ukrainer kleine Erfolge machen, und zwar, wie ich schon erwähnt hatte, hier der Stützpunkt Kisilivka. Den konnten die Ukrainer hier zurückholen, nicht zu verwechseln mit Kisilovka hier unten. Das sind hier die Kämpfe, die wir hier auf dieser Front momentan sehen.
Genau. Dann schauen wir mal weiter. Und was wir hier sehen, ist noch ein sehr, sehr interessanter Bereich, wo wir momentan sehr, sehr viele interessante Kämpfe sehen. Und das ist dieser Bereich hier um David Britt, hier dieser Stützpunkt, der schon öfter hier bei uns im Fokus stand. Ein sehr, sehr wichtiger Stützpunkt. Und was die Ukraine hier gerade machen, sie haben es geschafft, mit der Gegenoffensive, die jetzt vor 3 Tagen begonnen hat, einen Brückenkopf zu errichten über Lozowe und Andreevka, hier über den Fluss in Hulez. Wir wissen, dass die Ukrainer vor, ja, ich werde jetzt mal ganz kurz nochmal nachschauen, ich glaube, das war vor knapp 4 Tagen, genau, am Samstag, dem 27. August, vor 4 Tagen, haben die Ukrainer knapp 130 Soldaten verloren. Hier in dieser Region um Lozowe, bei dem Versuch, hier einen Brückenkopf zu errichten und den Fluss zu überqueren. Und jetzt haben sie es wohl geschafft und wir sehen, dass sie damit auch direkt einige Stützpunkte zurückgeholt haben. Denn nachdem man hier einen Brückenkopf errichtet hat, ist man sehr, sehr intensiv vorgegangen hier und hat den Stützpunkt Suchy-Stavok, Kostromka zurückgeholt, auch Bilohirka wurde zurückgeholt. Man ist in alle drei Richtungen vorgedrungen, das heißt einmal hier Richtung Andreevka, Blachodatjewka, was auch ein wesentlicher Stützpunkt sein wird, wo die Russen jetzt hier möglicherweise eine Einkreisung droht. Und auch hier Richtung Bilochirka, danach Richtung David Brit. Ja, also das ist hier die nächste Bewegung und jetzt hier die Bewegung Richtung Kostromka und Boruchkinske. Und was wir hier sehen, ist, dass die Ukrainer wohl Kontrolle über diese Straße hier gewonnen haben. Also die Straße, die hier Bruskinski mit David Brit verbindet. Und damit eine wesentliche Unterstützung, ja, für die Truppen, die in David Brit stationiert sind, abgeschnitten haben und jetzt versuchen werden, in den nächsten Tagen hier diesen Stützpunkt zu befreien. Auf der einen Seite hier vom Westen, auf der anderen Seite hier vom Süden über diese Straße. Und die Russen werden es demnach hier sehr, sehr schwer haben, hier diesen Stützpunkt noch zu evakuieren. Also das war hier so die Grundidee von den Ukrainern, ein schnelles Überqueren des Flusses und hier ein Hineindringen in die russische Verteidigungslinie und ein Überrennen der Russen Richtung Bruskinske, was relativ gut geklappt hat. Also das würde ich sagen, war mit der erfolgreichste Angriff der Ukrainer hier in den letzten 3 Tagen, seitdem man hier diese Gegenoffensive gestartet hat. So, dann schauen wir etwas weiter nördlich. Da sehen wir auch Kämpfe, einmal hier bei Mala Alexandrowka, auch in der Nähe vom Fluss, dieser Stützpunkt. Und auf der anderen Seite dann hier nochmal nördlicher Nowodmitrivka. Und diesen Stützpunkt haben die Ukrainer tatsächlich hier in den letzten Stunden, in den letzten Tagen eingenommen, sich zurückgeholt und die Russen aus diesem Stützpunkt, aus dieser Stadt hier hinweggedrängt. Demnach können wir auf jeden Fall sagen, dass die Ukrainer hier einige wesentliche Erfolge haben. Hier auch zum Beispiel nochmal nördlicher der Stützpunkt Archangelske, der auch direkt am Inhulitz liegt und den die Ukraine auch hier ziemlich erfolgreich zurückerobert haben. Ja, also wir hören auf der einen Seite von Quellen, dass der Stützpunkt noch nicht zurückgeholt wurde und auch hier diese westliche Karte, ich meine, diese Karte hat auch noch nicht eingezeigt, genau hier. Hier auch diese westliche Karte sagt, dass an Hangelsken noch nicht zurückgeholt wurde. Aber ich werde heute jetzt auch wenig mit dieser Karte arbeiten, weil diese einfach nicht ganz up to date ist. Wie gesagt, Archangelsk gehört jetzt zur Ukraine und wir sehen hier etwas östlich der Stadt weitere Kampfhandlungen vor Nowopetrivka, was dann hier der nächste Punkt sein wird, der nächste Stützpunkt sein wird, den die Ukrainer nach Archangelsk hier fokussieren werden. Dann gibt es Fortschritte der Ukraine hier bei Olhino. Hier haben die Ukrainer es auch geschafft, nochmal die russischen Truppen zurückzuschlagen, hier auf
diese Straße, die dann hier die Verbindung darstellt mit Visoka Polia. Und hier Visoka Polia, da sehen wir tatsächlich, da hören wir tatsächlich einiges. Wir wissen, dass die Russen einiges an Material und an Truppen in dieser Stadt haben und dass das eine nicht allzu kleine Stadt ist. Also falls man das Ganze hier nicht richtig wahrnehmen kann. Diese Stadt hat ein paar tausend Einwohner. Und demnach ist es nicht so einfach, hier diese Stadt schnell zurückzuerobern. Was wir aber hier auf der westlichen Karte sehen bezüglich Visoka Polia, und das ist ja das, was wir auch schon gesehen haben vorgestern, ist, dass das im Prinzip hier momentan diese Stadt, dieser Stützpunkt und südlich dieses Stützpunktes eine graue Zone darstellt, wo wir noch nicht genau wissen, wer die Kontrolle haben wird. Wir sehen intensive Kämpfe. Wir haben wohl die Information, dass die Russen hier in diesen Stützpunkt mehr oder weniger eingekesselt sind. Und momentan aber hier nicht vorhaben, sich zu ergeben, sondern weiterhin die Stellung halten und die Kämpfe führen. Die Ukrainer drücken vom Süden hier nach oben und vom Norden von Richtung Kryvyi Rih hier nach unten. Und auf der anderen Seite aber auch hier etwas nördlich von Archangelsk versuchen die Ukrainer hier diese graue Zone hier weiterhin unter Kontrolle zu halten und die Russen hier abzuschneiden von weiterer Versorgung, die man eben hier über diese Straße bekommen könnte. Genau. Jetzt gehen wir zurück auf diese Karte. So viel zu Visoka Polia. Was wir auf der anderen Seite noch sehen, ist, dass die ukrainischen Streitkräfte bei Petrivka Kämpfe führen und einen nicht unwesentlichen Erfolg hatten hier am Dnepr an der Küste. Und zwar konnte man hier etwas weiter vorankommen und den Stützpunkt Solota Balka befreien bzw. zurückholen, aber hier auch erstmal keine weiteren Erfolge und wir sehen jetzt erstmal hier Kampfhandlungen. Genau, also das ist das, was wir momentan an der Kherson-Front sehen. Wie gesagt, das wird jetzt schon der vierte Tag sein, der gleich anbrechen wird, seitdem die Ukrainer die Gegenoffensive angekündigt haben. Ob das Ganze hier nochmal an Intensität gewinnen wird für die Ukraine, sei mal dahingestellt. Die Ukrainer haben auf jeden Fall einige Verluste eingefahren. Hier an dieser Front in den letzten Tagen, darunter die Truppen, die hier in der Nähe von David Brit gekämpft haben. Hier berichtet man von Verlusten, beziehungsweise die russische Seite berichtet hier von Verlusten der ukrainischen Streitkräfte bis zu 500, was hier natürlich im Rahmen des Realistischen ist. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das Ganze hier nicht realistisch ist. Die Russen sind nämlich sehr, sehr stark hier damit beschäftigt und waren auch vorbereitet, dass die Ukrainer hier angreifen werden. Die Ukrainer drängen hier weiterhin mit Panzern vor und die Infanterie dahinter aufgestellt und einige brunierte Fahrzeuge, die hier eigentlich so ziemlich alles, was die Ukrainer an Handlungen an Material bieten können, darstellen. Und demnach, ist das erstmal alles, was wir hier sehen. Die Artillerie hier weiterhin auf russischer Seite und auch in der Luft sind die Russen weiterhin überlegen und schaffen damit ziemlich genaue Treffer. Genau, warum die Ukraine jetzt hier so angreifen, nochmal ganz kurz die politischen zwei Punkte dazu. Auf der einen Seite natürlich das Referendum, das die Russen angekündigt haben Mitte September, um den Anschluss von der Region Kherson und Saporoschje. Auf der anderen Seite natürlich Rammstein 5, wenn ich mich nicht täusche, wo der Westen weiterhin neue Waffenlieferungen bereitstellen oder ankündigen wird. Klar muss die Ukraine auch irgendetwas hier an der Front mit diesen Waffen, die sie in den letzten seit den letzten Ankündigungen bekommen haben, zeigen, denn ansonsten wird der Westen natürlich das Geld und die Ressourcen verschwenden, um diese Waffen zu liefern.
So, 15 Minuten vergangen. Jetzt gehen wir an die anderen Fronten und ich werde hier jetzt auch mal die Front an, also die Südfront hier bei Zaporozhye überspringen. Wir gehen direkt nach Donetsk. Weiterhin Kämpfe auf breiter Front, also das hier ist auch einer der intensivsten drei Bereiche mit der Kherson-Front und mit der Artemivsk-Bachmut-Front. Wir sehen, dass die Russen weiterhin vordrängen, hier gerade um Donetsk rum. Auf der einen Seite, das britische Militär berichtet davon, dass es dass die Russen Avdiivka wahrscheinlich innerhalb von 20 Tagen einkesseln werden. Dafür müssen sie eben hier Durchbrüche erzielen und Richtung Krasnohorivka vorankommen, durchkommen hier und auch bei Kamenka durchbrechen. Und natürlich hier bei Obytne ebenfalls diesen Stützpunkt unter Kontrolle bekommen, um hier danach voranzukommen. Das ist die erste Information. Das zweite, was wir sehen, ist, dass Pisky, dass die Russen bei Pisky Kontrolle gewinnen konnten über einen sehr wichtigen Brückenkopf. Das ist hier dieser Brückenkopf. Und demnach jetzt hier um den letzten Brückenkopf kämpfen, bevor man hier danach eben auf dieser Straße landet, wo man danach hier die letzten ukrainischen Widerstandstruppen, die in Pisky stationiert sind und noch kämpfen, im Prinzip eingekreist hätte und damit dann wahrscheinlich, also davon gehen auch sehr, sehr viele westliche Experten aus, dass darauf folgend dann die Russen hier Richtung Pervomaiske vordrängen werden und auch Richtung Wodjane und hier natürlich auch in Richtung Opitne. Also demnach sehr, sehr wichtig für die Ukraine, hier möglichst lange noch Pisky zu halten, aber wir gehen davon aus, dass die Front sich in den nächsten Stunden bzw. Tagen schlagartig nach in Richtung ukrainischen Westen bewegen wird. Dann etwas nördlicher noch, weiterhin Kampfhandlungen. Ich denke, das ist jetzt auch nichts Neues für uns. Die Russen sind hier vor Krasnohorivka weiterhin aktiv und auch hier bei Novobachmutivka sehen wir Kampfhandlungen südlich von Alexandripol. Die wesentlichen Fortbewegungen oder Bewegungen, die Russen haben, sehen wir bei Zaitseve. Wie gesagt, Zaitseve war auch hier ein wichtiger Frontdurchbruch, den die Russen haben. Und jetzt stehen die Russen im Prinzip mit einem der wichtigsten Punkte vor Kudema. Kudema ist, soweit wir Informationen haben, bereits gefallen, aber die Ukrainer halten nach wie vor hier wieder schon. Also wie gesagt, die Kontrolle über den Stützpunkt haben die Ukrainer nicht mehr, halten aber hier noch in der Stadt weiterhin Widerstand. Das ist ungefähr das Aktuelle, was wir Informationen haben. Ich versuche das Ganze mal kurz zu prüfen. Und genau. Ja, also am 29. August wurde berichtet, dass Kudema gefallen ist. Ich glaube, die Front ist etwas weiter nördlich, wenn wir vielleicht mal kurz auf dieser Karte gucken, sehen wir vielleicht noch ein bisschen besser, genau, also die Hälfte, wie gesagt, der Stützpunkt ist gefallen, ist in russischer Hand, aber die Ukrainer halten hier nach wie vor in der Stadt den Widerstand. Ja, hier über Virschina Zaitseve, Vesela Dalina, die weiteren Bewegungen der Russen, die Stützpunkte, die man erobern muss, um Richtung Artemivsk-Bachmut vorzurücken, gerade auch südlich, Kämpfe weiterhin an Stadtgrenze zu Artemivsk, keine wesentlichen Veränderungen, Bachmut-Gesolidar ebenfalls Kampfhandlungen ohne wesentliche Veränderungen, sehr, sehr intensive Kämpfe hier, Jakovlivka zur Hälfte russisch, aber auch hier noch keine wesentlichen Durchbrüche. Wenn die Russen es schaffen sollten, oder falls die Russen es schaffen sollten, hier Jakovlivka zu durchbrechen, können wir uns vorstellen, dass man hier nochmal Richtung Solidar von nördlicher Seite kommen wird und damit hier die Operation um Artemivsk und Solidar deutlich, deutlich erleichtern wird. Weiterhin kämpfe ich hier seit dem Durchbruch von Berestove vor Vimka.
Da ist die Bewegung ganz klar Richtung Sewirsk und nördlich genau das gleiche bei Spirne und Verakhno-Kaminske. Das Ziel wird sein, hier Richtung Sibirsk vorzurücken. Ansonsten hier nichts weiteres geschehen. Wo wir Veränderungen sehen, ist hier natürlich nördlich von Slowjansk. Auf der einen Seite sind die Russen hier in diesen Wald reingekommen und jetzt ja, außerhalb des Waldes auf Widerstand gestoßen, den die Ukrainer hier mit einer Verteidigungslinie bereitstellen. Auf der anderen Seite drücken aber die Ukrainer hier bei Brajewka relativ, ja, intensiv in den oder auf den Stützpunkt Sulivka und bereiten hier den Russen weiterhin Probleme von Izium aus Richtung Slowjansk vernünftig vorzurücken. Genau, das erstmal jetzt dann hier zu der Front und jetzt noch ein paar Worte zur Kharkiv-Front. Was wir von Kharkiv hören, auch von russischen Quellen, also auf der einen Seite erstmal die Russen greifen den Stützpunkt Udi an, das ist eine neue Information, erweitern damit hier etwas die Front in den Westen. Und ja, der Grund dafür ist, dass man wahrscheinlich Richtung Solochew vorrücken möchte, auf der einen Seite hier über Duvanka, auf der anderen Seite hier eben über Udi Konstantinovka und Snichi. Solochew wäre eine wichtige Versorgungsschnittstelle der Stadt Kharkiv, die man hier kappen könnte vom Westen. Und demnach gehen wir davon aus, dass die Russen hierhin versuchen werden vorzurücken. Jetzt der andere Punkt, auch von russischen Quellen wird berichtet, dass sehr, sehr viele polnische Panzer inzwischen in Kharkiv angekommen sind. Und ich hatte auch schon oft in meinen Videos darüber geredet, dass Kharkiv ein sehr, sehr stark ausgebautes U-Bahn-Netz hat und dass man das damals zu Sowjetzeiten extra für den Dritten Weltkrieg mit den Amerikanern ausgebaut hat. Und die Ukrainer sind sehr, sehr aktiv damit beschäftigt, hier dieses U-Bahn-Netz zu nutzen. Sie verstecken gerade ihre Artilleriesysteme, ihre brunierten Fahrzeuge, Panzer, alles in den und im Untergrund der Stadt, dieser riesigen Stadt, und verlagern hier intensiv ihre Militärtechnik. Und demnach sind die Russen oder haben die Russen Befürchtungen, dass die Ukrainer möglicherweise hier auch einen Gegenangriff vorhaben von Kharkiv aus. Man weiß nicht genau, wie viele, ja, wie viel Militärtechnik die Ukrainer tatsächlich in der Stadt halten. Und demnach sind die Russen hier auch etwas skeptisch und ja, auf möglicherweise auch auf das Schlimmste vorbereitet. Das war noch die wichtige Information, die ich zu Kharkiv hatte. Jetzt zu den Informationen, die reingekommen sind. Shoigu, der russische Verteidigungsminister, ist wohl ja, nicht mehr an Führungspositionen. Viele Soldaten und Offiziere finden es oder lachen ihn aus, gibt es Berichte, finden es lächerlich, wie er oder was er auch für strategische Entscheidungen trifft. Und demnach sagt der britische Geheimdienst, dass Shoigu wohl nicht mehr oder nicht mehr über die Streitkräfte hier Kontrolle hat und auch wohl nicht mehr Putin selbst darüber oder wohl auch nicht mehr Putin darüber berichtet, welche Erfolge denn man an den Fronten hat. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt: Russland bekommt die ersten Drohnen aus dem Iran. Wie gesagt, 1000 iranische Drohnen wurden wohl bestellt und die ersten Soldaten und Spezialisten wurden auch wohl schon auf diese Drohnen geschult und jetzt kommen wohl die ersten Drohnen bald an die Front. Auch von ukrainischen Quellen sehen wir das Ganze und hier das Ganze eben befürchten. Und das könnte natürlich hier den ein oder anderen Umbruch an einigen Gebieten, in einigen Gebieten der Front bringen. Jetzt die andere Information, die meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist, und zwar hier der dritte Armeekorpus, der dritte Armeekorps der Russen, der ja, verlagert wurde, falls man oder ja, falls ihr das Ganze nicht mitbekommen habt, die Ukrainer haben gesehen, dass der dritte Armeekorps in Rostow am Don, Rostow hier, angekommen ist und hier eben den Stützpunkt jetzt hat. Dieser Armeekorps kommt aus der Region Nizhny Novgorod,
genau, hier aus der Stadt Molino, besteht aus knapp 15.000 bis 60.000 Soldaten, seitens westlicher Informationen. Die Russen berichten davon, dass es 40.000 bis 60.000 Soldaten sind. Wie viele genau, wissen wir nicht. Spekulationen gibt es auch darüber, dass dort vor allem Leute kämpfen, die aus Gefängnissen geholt wurden. Ganz viele Freiwillige auch aus ganz Russland. Und ja, dieser Korpus wird wohl sehr, sehr intensiv oder sehr, sehr modern ausgerüstet. Also mit modern meinen wir jetzt natürlich auf der einen Seite die T-80 und T-90 Panzer, die zu den besten Panzern in Russland gehören. Und mit den BMP-3 Infanterie pronierten Fahrzeugen und mit Bug-SAMS-Systemen. Und darunter könnten auch möglicherweise eben diese iranischen Drohnen fallen, von denen ich hier gerade berichtet habe. Ja, wohin werden die Russen diese 15.000 bis 60.000 Mann verlagern? Das wissen wir momentan nicht. Wir wissen nur, dass diese Truppen bereit sind, an die Front verlagert zu werden und hier irgendwo in Rostow eben auf den Verlagerungsbefehl warten. Wohin genau? Bleibt uns natürlich nur die Spekulation. Wenn wir mal überlegen, was denn im Rahmen des Realistischen wäre, dann wäre es natürlich auf der einen Seite hier Richtung Donetsk-Front. Also das wäre die erste Option, dass man hier die Front im Donetsk verstärkt, gerade was hier die Avdiivka betrifft. Avdiivka betrifft, ja, die Stadt, die man einkesseln möchte, und allgemein auch, um die Front eben hier weiter von Donetsk wegzudrücken. Dazu gehört auch hier Pisky und Marinka, wo man jetzt möglicherweise Verstärkung gebrauchen könnte. Auf der anderen Seite, die andere Option, die die Russen hier haben, ist natürlich, ja, das zweite Eisenbahnnetz zu nutzen, und das wäre dann hier über die Krimbrücke im Kertsch hier Richtung, ja, Kherson. Ja. Genau, also das wäre so die andere Option, die die Russen haben, um diese Front hier zu verstärken. Wenn die Russen jetzt tatsächlich 15.000 bis 60.000 Mann an die Front in Cherson schicken, dann könnten wir davon ausgehen, dass die Ukrainer möglicherweise Nachschub bestellen werden. Wir wissen, dass ein bisschen Nachschub von Odessa Richtung Mykolaiv bereits hier verlagert wurde. Auf der anderen Seite aber müssten die Russen natürlich schauen, die Ukrainer natürlich schauen, dass sie weitere Verstärkung hier an die Front bringen. Und ja, am wahrscheinlichsten wäre natürlich hier das Szenario, dass man hier von der ja, Ostfront in Donetsk und hier bei Artemyevsk-Slowjansk einiges oder ein paar Brigaden abziehen würde und verlagern würde. Und das würde natürlich den russischen Vormarsch hier im Osten nur gut tun, wenn hier der Widerstand nachlässt. Und ja, die Russen hätten natürlich auch noch mehr Schlagkraft hier an der Kherson-Front. Gut, das ist das, was wir hier jetzt momentan auf den 31. August 2022 sehen. Wenn dir das Video gefallen hat, bitte Like da lassen und den Kanal abonnieren. Es werden jetzt noch häufiger neue Informationen, neue Videos kommen, auch zu anderen Krisengebieten und ja, weiterhin auch natürlich zur Front hier in der Ukraine. Ich bemühe mich, das Ganze hier möglichst immer neutral zu gestalten und hier wirklich alle Quellen mit einzubeziehen, um möglichst ein breites Spektrum an Informationen abzudecken und hier die Informationen möglichst ja, richtig zu deuten. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche dir einen wunderschönen Tag.